Willkommen, Freunde, zurück zu Hitman. Eskalation Stufe 4. Der nächste Plot-Schwierigkeitsgrad ist ja, alle Wachen durchschauen die Verkleidung als Besatzungsmitglied und als Wachmann. Wir kennen die Mission ja mittlerweile schon ganz gut. Den müssen wir töten als Besatzungsmitglied und den als Wachmann. Uns fernhalten von den Kameras und jetzt noch weiter weg von den Wachmännern. Okay, drückt mir die Daumen, Freunde, es geht weiter. So, da sind wir nun. Eine erhöhte Schwierigkeit, nicht etwas, eine erhöhtere Schwierigkeit, die wir jetzt meistern müssen. Unsere Ziele sind klar, wie wir sie zu erledigen haben auch. Aber ich habe einen kleinen Plan. Denn eigentlich wird ja nur die Besatzungsverkleidung und die Polizistenverkleidung durchschaut von den Wachmännern. Und halt von den, also die üblichen, die mich durchschauen, und jetzt halt extrem die Wachmänner. Jetzt verkleiden wir uns hier als Mechaniker. Weil damit sind wir ja eigentlich wieder ein Geist. Und wir können unsere Vorbereitung als Mechaniker treffen. Das ist mein Plan. Wir können theoretisch eigentlich schon mal die Vorarbeit leisten. So, die Kamera schalten wir aus. Sehr schön. Gut, so weit, so gut. Ich weiß gar nicht, ob sie die Kameras mit jeder Stufe erhöhen, aber scheint nicht so. Gut, wir müssen ein bisschen aufpassen. Nicht ins Blickfeld der Kamera. Was? Die hat mich hier schon gesehen. Müssen wir gucken, dass wir jetzt an dem vorbeikommen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ab 2 Minuten müssen wir ein anderes Treppchen suchen, wo wir runterkommen. Komme ich hier runter? Ja, perfekt. So. Jetzt den People hier ablenken. Ja, gut, hier. Rohrzange. Das läuft schon wie am Schnürchen. So, jetzt den machen wir jetzt noch platt. Dann haben wir schon mal unsere Polizistenverkleidung. Und die Crewkleidung liegt ja hier. Perfekt. Ich kann das einfach mal anziehen, mal gucken, was passiert. Jetzt müssen wir auf der Karte überall die Wachen sehen. Ey, das ist echt krass. Deswegen zurück zum Mechaniker. Ich frage mich, wie das wird, wenn wir bei den anderen Missionen sind. Wir könnten den ja theoretisch auch schon schlafen legen. Aber das machen wir nicht. Wir besorgen uns jetzt das Küchenmesser. Und dann können wir den eigentlich schon platt machen. Schwieriger wird es natürlich mit Mr. Nofolk. Da wir ja als Crewmitglied hier rumlaufen müssen. Hat er gerade in die Suppe genießt? Na dann, Prost Mahlzeit. Den muss ich eigentlich auch ausschalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die... Ja, das war klar. Den darf ich nehmen. Aber nicht das Küchenmesser. Deswegen würde ich sagen... Überwältigen wir den kurz. Dein Süppchen kannst du später kochen. Könnten wir uns theoretisch auch hier umziehen. Der hat uns sofort erwischt. Verbotenes Objekt. Dürfen wir als Mechaniker kein Messer haben. Ein Cuttermesser wäre praktisch. So, jetzt verschwinden wir wieder runter. Das ist, glaube ich, die falsche Treppe. Ja. Das ist die falsche Treppe. Oh, doch, so schwer ist das eigentlich gar nicht. Ja, ein Drink mixen. Das wäre echt praktisch, wenn wir hier Rattengift finden würden. Dann könnten wir ihn auf Klo locken.
So, Polizistenverkleidung. Wunderbar. Haben wir Krach? Können wir Krach machen, dass er kommt? Machen wir mal was anderes. Hat er gehört? Gut. Soll er kommen? Yeah, we're good. Going back to work. Ja, geh zur Arbeit. Geh zurück zur Arbeit. Das war nichts. Ach, verdammt. Na, die Münze aufgehoben. Gut, dann warten wir ganz kurz. Das ist ja einfach. Nahkampfkill. Dass er das gerade so geworfen hat, da ging die Tür zu. Ich habe jetzt gedacht, shit. Aber es ging doch. So. Jetzt wieder zurück zum Techniker. Ich kann da nochmal gucken, ob es hier Rattengift gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir es jetzt schon nicht gefunden haben. Der Meinung, normalerweise müsste hier unten Rattengift liegen. Ich weiß, das habe ich im letzten Part schon gesucht wie so ein Irrer. Hier ist auch eine Verkleidung als Besatzungsmitglied. Aber ich kriege den Norfolk-Typen ja nicht. Der ist schon auf dem Schiff. Ja. Rattengift! Jawohl, ich wusste doch, dass hier Rattengift ist, mein Gott. Es ist die Frage bloß, wie kriegen wir das Rattengift in den Drink gemixt, ohne dass wir erwischt werden? Natürlich als... Besatzungsmitglied. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir müssen jetzt nur vorsichtig sein, dass uns die... Wachleute nicht sehen. Da komme ich niemals ran. What are you doing? You've got a... Yo. Na gut. Schminken wir uns das ab? Wir müssen das anders machen. Wir müssen nach oben. Aber wie kommen wir nach oben? Da sind doch überall Wachen. Es sei denn, wir laufen außerhalb am Schiff hoch. Hey, hey, who are you, buddy? Oh oh. Verdammt. Ey, das ist echt schwerer als gedacht. Ja, und hätte ich das im letzten Part auch noch mitnehmen können. Ja, ich wollte zuerst eigentlich eine Eskalation komplett aufnehmen, aber wenn es natürlich noch schwieriger wird, ich will meine 30 Minuten nicht unbedingt überschreiten und ich denke mal auch 30 Minuten reicht völlig aus. Komme ich hier nach oben? Komme ich an den vorbei? Nee. Ich muss ihn ablenken, okay. Da kommt noch einer. Das ist der Falsche. Sure thing. Ach, verdammt. Ausnocken kann ich den auch nicht. Das, wenn ich das hier hinschmeiße, dann guckt der... Boah, es ist echt verzwickt, Freunde. Hochwerfen? Nee. Der Kopf muss da weg. Der muss gehen. What the hell is that? You go check it out, please? It's a big temple.
voll. Ich schleiche mich einfach mal vorbei. Ha! Hat geklappt! Ist das knapp alles hier. Ja, ich muss auch auf die Wachmänner aufpassen. Den interessiert das nicht? Okay, gut. Ey, die Münzen sind echt wertvoll. So, nach oben, dann könnten wir eventuell... Na komm. Ich brauch die Büste mal, die muss woanders hin. Thing is, I could have sworn it was stolen from the Stuyvesant's private collection in Boston a couple of years back. Ich könnte jetzt abwarten, bis die sich da beide unterhalten. Sunk like a stone. Aber ich weiß nicht, ob die sich jetzt da unterhalten. Vielleicht muss ich das ja triggern. So he wouldn't have to admit that he was selling off. What? Want to be a bit more careful, sir? Come on. Hier oben ist auch einer, den mache ich jetzt gleich nieder. Ist das knapp. Aber es läuft eigentlich nicht so schlecht. Ach, weißt du was? Büste Nahkampf. Take that. So. Ist die natürlich kaputt. Weg mit dir. Ich könnte jetzt auch einen Headshot machen und dann verschwinden. Aber vielleicht kriege ich ihn auch dazu, hier hochzukommen. Was ich mir nicht vorstellen kann. Oder ich mach's wieder mit dem Unfall passiert. Sanofok steht einfach perfekt. Dann werfen wir eine Münze runter. So, komm. Egal. Verbrechen wurde bemerkt, wir verschwinden. Ha! Geschafft ist geschafft. Ich wüsste gar nicht, wie ich das anders machen soll. Wenn wir nicht das Rattengift benutzen können. Der sieht mich ja, der Typ. Oder ich hätte... Ja, hätte ich auch machen können. Ich hätte vielleicht eine Münze werfen können und dann als Mechaniker schnell da was reinpacken können. Den Drops. Ah, okay, egal. Na, wieder ein... Ein zu wenig. Aber geschafft ist halt geschafft. Wir sind halt aufgeflogen. Ich weiß gar nicht, ob man das unsichtbar machen kann, da diesen Container runterfallen lassen. Aber okay. Nächste Stufe. Mal gucken, was erwartet uns jetzt. In 5 Minuten. Nee, wir haben ja einen klitzekleinen Plan. Na dann. Los geht's. So, los geht's. Die Zeit läuft. Gleicher Plan. Wir holen uns die Verkleidung hier wieder. Oh, nicht rennen, nicht, dass der uns hört hier. Das wäre schlecht. Wir nehmen uns die Verkleidung. Ich ziehe den jetzt einfach hier um die Ecke. Das ist da nicht eine Verkleidung, ne? Na klar. So, dann... Ist egal. Ja, die Kameras können uns sehen. Der Timer läuft, ist egal. So, an dem vorbei. Auf der anderen Seite wieder runter. Das ist schon fast ein Speedrun, ey. So, perfekt. Dann ist die Kamera gleich... Deaktiviert. Na, erst den ablenken. Gleiches Spiel, obwohl. Warum mach es nicht gleich so? Komm. So, der ist ausgeschalten. Die Kameras auch. Wir haben noch 3 Minuten.
Und Waffensysteme wurden deaktiviert. Sehr schön. So, wir gehen wieder hoch, holen uns das Küchenmesser. You don't waste any time, do you? Entschuldigung, Officer. Ich hätte eigentlich schon vorher das Küchenmesser mitnehmen können. So, zack, Wopter, bewusstloser Zeuge, ist egal. Wir lassen ihn einfach da. Nee, wir lassen den nicht da liegen. Wenn die Tür aufgeht, dann sehen die den. Weg. Hoffentlich ist das nicht immer das Letzte, dass es Zeit gibt. So, wieder runter. Sowas mag ich ja nicht. Da muss ich mich ja so beeilen. Das ist ja. Ist nicht so schön. So. Kannst du eigentlich schon mal hierher kommen? Kommt er? Hat er gehört? Zack, Küchenmesser. So, Kumpel, fang. Den in den Schrank. Oh, 2 Minuten noch. Es wird knapp, Freunde. Es wird sehr knapp. So, jetzt hier die Matrosenuniform. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich das nicht schaffe. So, jetzt wieder nach oben. Ungesehen. Ich weiß, was ich mache. Ich mache es wieder so, wie ich es vorher gemacht habe. Ich werde einfach an denen vorbeischlüpfen. So. Dam, 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 dam. Safe. So, hier. Catch up this. Dass das klappt, finde ich so gut. So ist er jetzt der No-Fog-Typ. Der steht noch. Der steht noch da unten. Okay. Ich habe einen Plan. Oh, that's cute. Yeah? What did he say? Not gonna get you through here though. Sorry. Move on. Wir move noch on. Verdammt, der geht gerade rein. Mist. 5 Sekunden. Okay. Ich erschieße ihn von oben. Da muss ich den Polizisten noch ablenken. Obwohl, ist scheißegal. Ach shit, der ist ja noch ein Stockwerk. Oh, schaffe ich. Ich schaffe das nicht. Oder er beeilt sich jetzt. Mist. Das war so perfekt. Kann ich die Waffe eigentlich ziehen? Ja. Fällt kein auf. Ich muss bloß dem Officer mal ausweichen. Ah, shit, ich hätte das schneller machen müssen. Ja, die Zeit läuft ab. Mission failed. Ah. Okay. Versuchen wir es neu. Okay, alle guten Dinge sind 2, habe ich gehört. So, jetzt machen wir das ein bisschen schneller. Ich habe schon einen Plan. Es muss alles ein bisschen schneller gehen. So, den locke ich jetzt hier aus, den lasse ich auch liegen. Ich mache jetzt hier... Ich brauch's keine Ente machen. Ich lasse jetzt hier niemanden liegen. Ich werde jetzt einfach... Das sollte eigentlich gehen, dass ich, glaube ich, von hier die Kameras ausschalten kann. So, das hat keiner mitgekriegt, finde ich gut. Dann können wir uns das erstmal ersparen. Da holen wir uns jetzt das Küchenmesser. Weil das war doppelt gemoppelt. Ich muss ja tatsächlich sowieso hier dran vorbei. So. Ja. Schön. Rotz im Topf. Muss nicht sein.
Weg, ab in die Gefrierfach mit dir. Froster ist für alle da. Wir haben das Messer. Wieder runter. Rauchen gefährdet die Gesundheit, mein Freund. So. Ich lasse den da einfach liegen. Wie, Körper wurde gefunden. Oh, verdammt. Den lasse ich jetzt auch einfach liegen. Ja, ist natürlich doof. Die suchen jetzt den Mechaniker. Aber Norfolk steht noch unten. Alles gut. Da musst du ja richtig ein Speed Race draus machen, ey. Vielleicht brauche ich die gar nicht, aber... brauche ich nicht. Verbrechen wurde bemerkt. Ist egal. Ready. Ach, geschafft. Da bin ich jetzt aber auf die Bewertung gespannt. Das war gar nicht mal so schlecht. Man muss sich nur beeilen, dann kriegt man den Norfolk noch da unten, während er telefoniert. Ja, nur drei. Na gut. Körper wurde gefunden. Ich hätte den Mechaniker doch hinterschieben müssen. Wir haben ja genug Zeit gehabt. Gut. Das war's. Das war die erste Eskalation. Und das heißt, der Part ist schon wieder vorbei. Ich habe mir gedacht, wenn ich das schaffe, eine Eskalation durchzuspielen, dann werde ich das in den Part aufnehmen. Aber ich fange jetzt keine neue an. Aber ich kann das schon mal darauf vorbereiten. Die nächste Eskalation ist natürlich wieder das ICA-Testgelände. Diesmal bloß der zweite Teil davon. Wir sollen ihn töten mit der Pistole und als sowjetischer Soldat. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Chilias Netzke oder so. Ah, ich und Namen, ne? Gut, Freunde, dann hoffe ich, dass ihr im nächsten Part bei der Eskalation dabei seid. Und mal gucken, wie schwer das noch wird. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal.